Wie werden in der Natur die Prozesse von Krankheit und der Wiederherstellung von Gesundheit eigenständig gesteuert und reguliert? Darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Lieber Roberto, du hast aktuell die 9. Auflage deines Organatlases vorgelegt. Worum geht es genau bei dem Organatlas? Kannst du das bitte erläutern? In diesem Buch geht es um die natürlichen Veränderungen, was wir früher als Krankheiten nannten oder kannten. Diese Veränderungen, abgerechnet die Vergiftung, die Folgen von Vergiftung, Bestrahlung und so weiter, also die natürlichen Veränderungen, die von innen entwickeln, die wir auf emotionale Konflikte produzieren, sind aufklärbar und naturwissenschaftlich beschreibbar. Und das hat Herr Dr. Hammer vor 40 Jahren gemacht, und demnach habe ich ein Buch für dieses Thema produziert, erstellt. Ja. Gibst du dem Leser eine Hilfestellung, dieses ganze komplizierte Thema, sag mal, allgemein verständlich und gut nachvollziehen zu können? Ja, wenn man Medizin hört oder das Thema von Gesundheit, man hat eine große Wolke im Kopf, man weiß nicht genau, wie das funktioniert, jeder sagt etwas anderes. Aber seit 40 Jahren gibt eine Beschreibung, eine Hilfe, eine naturwissenschaftliche Beschreibung, wie diese Prozesse funktionieren. Also die Gesundheit, die Krankheit, das Gesundwerden ist nicht mehr eine Glaubensfrage. Das ist naturwissenschaftlich geprüft. Und wenn man klug ist und die Gesundheit in die eigene Hände nehmen möchte, dann kann man darauf stützen und das kann man benutzen. Und das Schönste ist darin, dass man braucht keine Außenhilfe, sich klar zu sehen, die Konflikte aufzuklären, und man ist fähig, für sich selbst zu tun. Man kann all diese Vorgänge verstehen und wir haben keine Angst mehr vor diesen. Ja, das heißt, du bekommst auch eine Hilfestellung, um die Prozesse von Krankheit und Gesundheit, ich sag mal, von Anfang an zu kapieren und zu verstehen und nachvollziehen zu können. Ja, auch für Menschen, die keine medizinische Vorausbildung haben. Ja. Denn ich habe den Organatlas so geschrieben, dass man es auch ohne dem verstehen kann. Es ist sehr wichtig. Unsere Prozesse sind nicht kompliziert. Jeder kann das verstehen, sogar ein Kind von 12 Jahren. Da bist du sicher? Ich meine, ich habe den Organatlas durchgearbeitet und also ob das ein 12-Jähriger wirklich versteht, weiß ich nicht so wirklich. Es ist schon eine echte Herausforderung, was du da zusammengetragen und zusammengestellt hast. Wenn wir über diesen 12-jährigen Junge oder Mädchen sprechen, also es geht nicht sofort, dass ich jetzt lese und alles verstehe. Dazu muss man unbedingt die Seiten mit dem grünen Hintergrund, die Grundkenntnisse kennen. Ja. Und wenn man weiß, was die konfliktaktive Phase ist, die Anpassungsphase oder die Nachphase, Nachlaufphase, die Reparatur, die Regenerationsphase, dann versteht man das ganz einfach und schnell. Das ist gar nicht kompliziert. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen? Bitte, ja, mach das. Mein Nachbar denkt auch biologisch und seine ganze Familie. Und es passierte einmal im Garten, dass der andere Nachbar hat dem Kind gesagt, du musst anziehen, es ist kalt, du wirst dich erkälten. Und das Kind ging zu den Eltern und sagte, Papa, könntest du dem Nachbar erzählen, dass ich nicht erkälten kann? Wie hat das Kind das begründet, dass es sich nicht erkälten kann? Das Kind ließ sich stören mit dem Nachbar, der ihn gefürchtet hat oder Angst hatte, dass das Kind erkältet im November.
aber das funktioniert nicht so. Ohne emotionalen Konflikt gibt es keine natürliche Veränderung. Ja, alles klar. Das heißt, es braucht im Grunde genommen eine Voraussetzung, damit eine Erkältung auch wirklich eintreten kann. Genau. Ja. Wenn ich keine Vorprogrammierung habe bezüglich Kälte, wenn ich keine Widergefühle Ja. gegenüber die Kälte habe, Ja. ich kann nicht Erkältungssymptome produzieren. Verstanden. Ja. Das ist natürlich ein total spannender Ansatz und widerspricht all dem, was einem hier so beigebracht wird. Also, das ist ganz was Ja. Neues, ganz was anderes. Also sehr, sehr spannend. Ja, finde ich auch. Das Schönste ist darin, dass man all das prüfen kann. Ich brauche niemanden anderen Außenstehenden zu sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich selbst kann das prüfen und die lieben Zuschauer können das auch prüfen und das ist das Schönste. Wie arbeitet man genau mit deiner Publikation? Das müsstest du vielleicht auch noch mal erläutern, damit die Leute dann, die sich den Organatlas besorgen wollen oder besorgt haben, wissen, wie man damit umgehen muss. Also mein Buch ist für die Menschen gewidmet, die daran glauben, dass sich heilen möglich ist. Ja. Es gibt 80% der Menschen, die daran glauben, dass sich heilen lassen möglich ist. Und sie denken, sie glauben daran, dass der Körper eine Maschine ist und wenn etwas schief läuft, sie laufen in den Reparaturwerkstatt. 20% der Menschen denken daran oder glauben daran, dass eine sich heilen möglich ist. Und dieses Buch ist für diesen Menschen gewidmet, die skeptisch und vorsichtig sind, die darüber sich selbst sorgen wollen, dass ihre Gesundheit in Ordnung ist. Also das ist für Menschen, die für die Verantwortung für ihre Gesundheit in die Hände nehmen Ja, wollen. sich also selber kümmern. Ja. Genau, okay. Ist das auch die Zielgruppe, solche Menschen, für die du das Buch geschrieben hast? Kannst du das vielleicht auch nochmal erklären Ja. oder erläutern? Ich habe dieses Buch geschrieben, auch für die Fachleute, sowohl für die Fachleute als auch für die Nicht-Fachleute, also für Menschen, die keine Vorausbildung haben. Es war eine ordentliche Herausforderung, das Buch so zu erstellen, dass beide Gruppen oder beide interessierenden Gruppen damit zufrieden sind. Ich habe relativ wenige Fachausdrücke im Buch benutzt, nur die nötigsten, damit dir das Verständnis nicht erschwert wird. Verstanden. Zweitens, es ist sehr wichtig, dass auch die Menschen, die keine Ärzte sind, keine medizinische Ausbildung haben, diese biologischen Prozesse verstehen. Denn auch wenn der Arzt mich mag, mich liebt, statt mir kann der Arzt nicht sich beruhigen. Also wenn ich einen biologischen Sonderprogramm ausschalten möchte, dann muss ich wissen, welche Emotion ich in Ordnung bringen muss, also in meiner Seele in Ordnung bringen muss. Und wenn ich die Konfliktaktivität stoppe, dann stoppe ich die Tumorwachstum, die Gewebeschwunde und die Reparaturprozesse starten. Also statt mir kann ein anderer Mensch, ein Außenstehender, nicht tun, Ja, nicht du musst es tätig selbst machen. Du musst es kann. selbst machen. Ja. Ja, aber das heißt nicht nur, du musst es selbst machen, du hast auch, das ist ja das Geniale, die Möglichkeit, es selbst zu tun. Du bist da nicht auf Unterstützung von außen angewiesen, sondern du kannst den Weg selbst gehen. Früher, wenn ich krank war, es war ein schlechtes Gefühl, auf andere Menschen angewiesen zu sein. Verstanden. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich diese Kenntnis erlerne, damit ich frei bin, handlungsfähig bin und für mich selbst tun kann. Und wichtig ist, dass ich bin kein Arzt. Ich habe all diese Kenntnisse gelernt und ein Buch darüber geschrieben. Man braucht nicht ein Arzt zu sein,
um diese Kenntnisse zu nutzen und gebrauchen. Es ist sehr wichtig. Natürlich, die Ärzte können diese Kenntnisse auch in Praxis benutzen. Aber wenn man diese zu biologischen Zusammenhänge nicht kennt, dann hat man Angst, weil man nicht versteht, was funktioniert, was passiert. Und das Wichtigste ist in diesem Buch, dass man selbst nachvollziehen kann, prüfen kann, wie diese biologischen Prozesse funktionieren. Und wenn ich einmal, zweimal, 20 Mal erfahren habe, dass alles passiert so, dann ich werde mich nicht mehr im Leben hin und her laufen, sondern ich werde sicher sein, was ich zu tun habe. Diesen biologischen Sonderprogramm, welcher zum Beispiel unangenehme Symptome hervorrufen kann, wie kann ich ausschalten, abschalten? Und statt mir kann ein Außenstehender das nicht tun. Ja, Sie können mich operieren, Sie können in einem Notfall mein Leben retten. Und das können und müssen die Ärzte tun. Und tun sie auch. Vielen Dank dafür. Aber die Emotionen zu managen, mich selbst zu bemerken, ah, ich habe mich wieder geärgert und mein Magen tut weh. Wenn ich die Magenschmerzen nicht möchte, ich muss mit dem Ärgern aufhören. Wie? Es ist egal. In Natur ist darauf kein Vorschrift. Als einzige Vorschrift ist, dass ich mit diesen emotionalen Ausschwingungen aufhören soll, sonst geht der Symptom weiter, sonst gehen die unangenehmen Symptome weiter. Und verschlimmern sich im Zweifelsfalle. Ja. Genau. Es ist sehr wichtig, wenn man die biologischen Prozesse kennt, wenn man weiß und versteht, was passiert, zum Beispiel bei Magenschmerzen, dann man ist fähig zu tun, man ist handlungsfähig. Was soll ich tun, von diesen Schmerzen loszuwerden auf einer natürlichen Weise? Ja. Denn es gibt gute Schmerzlinderungsmittel, aber die sind nicht endgültige Lösung. Denn ich werde darauf bewusst, was diese Schmerzen und zum Beispiel mein Ärgerkonflikt antreibt. Ich höre damit auf, ich erledige, dass ich darunter nicht mehr leiden muss. Und wir können beobachten, dass die Magenschmerzen verschwinden ohne Außeneinwirkung, nur auf eine Folge auf unsere emotionale Beruhigung. Das ist eine total spannende und extrem interessante Aussage, dass einfach das Bewusstwerden einer solchen Situation dazu beiträgt, dass dann das Problem verschwindet. Also das ist das krasse Gegenteil von dem, was uns die Schulmedizin Tag und Nacht erzählt. Ja, wenn das ist eine ganz andere Betrachtungsweise auf den gleichen wissenschaftlichen Sachverhalt. Ja, Fakten. ja, Wenn ich daran interessiert bin, dass die Menschen zu mir kommen, meine Hilfe benötigen und ich lebe davon, natürlich bin ich daran interessiert, die Informationen der Menschen teilen, damit sie alleine nicht weiterkommen können. Aber meine Ansicht ist, ich denke so, dass mein Ziel ist, dass die Menschen selbst tun können und sie müssen bereit werden, sie müssen diese ganz einfache biologische Zusammenhänge erlernen, sie müssen sich bemerken, ihre Emotionen lenken oder managen und sie können selbst prüfen, dass sie ihre biologischen Vorgänge leiten, ja. führen, wie sie wünschen. Und wenn jemand faul ist oder eingebildet ist oder sagen wir dumm ist und sagt, oh, ich glaube nicht daran, dass meine emotionalen Ausschwingungen körperliche Veränderungen verursachen, dann ist selber schuld. Man kann das Ja. tun. Man kann das Ärgern weitermachen. Man kann große Magengeschwüre machen und später kommt man drauf, dass alles funktioniert so, wie bei den biologischen Ja, Naturgesetzen ja, ja. geschrieben ist. Du hast jetzt mit der
Neuauflage, ich sag mal eine völlig neue Publikation vorgelegt. Was ist neu an diesem Buch und was war der Impuls, dass du diese Änderungen vorgenommen hast und publiziert hast? Ja, in dieser neuen Version habe ich fast jede Seite umgearbeitet. Ich habe sehr vieles noch hineingeschrieben, was früher war. Ehrlich gesagt, ich habe jede Seite geändert, modifiziert und mit vielen wichtigen Informationen ergänzt. Jetzt hat das Buch den finalen Form erreicht, denn ich will wirklich nicht mehr hineinschreiben und die Grafiken und Abbildungen sind vollständig geeignet, perfekt, kann ich sagen. Und das ist ein umfassendes Buch, jetzt schon. Ich habe noch einige neue Organteile, die früher nicht inkludiert waren, hineingeschrieben. Und jetzt hat man einen kompletten Überblick über die Geweben und Organteile des menschlichen Körpers. Man kann selbst nachschauen, nachsuchen und die nötigen Informationen finden. In dem Zusammenhang hätte ich noch eine, also für die Zuschauer möglicherweise auch sehr spannende Frage. Arbeitest du auch mit Schulmedizinern zusammen? Ist das sinnvoll? Machst du das? Und wenn nein, warum nicht? Interessante Frage. Ja. Ich arbeite mit herkömmlichen Medizinern nicht zusammen, aber das heißt nicht, dass wir nicht in Kontakt sind und nicht auf eine auf die gleiche wissenschaftliche Basis stehen. Also ich brauche jetzt nicht mehr zusammenzuarbeiten. Ich bin kein Arzt, kein Mediziner. Ich habe keine Praxis, wo ich Naturheilpraktik mache. Also demzufolge in dem täglichen Leben kooperiere mit diesen Menschen nicht. Aber wissenschaftlich, fachlich, ich habe während der Jahre mit unzähligen Ärzten und Fachleuten zusammengearbeitet und ich habe von ihnen sehr viele wertvolle Informationen bekommen und welche davon die Wirklichkeit entsprachen, das habe ich in den Organatlas eingebaut. Also, eines müssen wir verstehen. Wenn jemand biologisch oder neumedizinisch denkt, das heißt nicht, dass wir gegenüber den herkömmlichen Medizinern stehen. Nein, diese neue Medizin oder Biologika basiert auf den gleichen biologischen, medizinischen Fakten wie die herkömmliche Medizin. Nur das Endresultat ist etwas ganz anderes, als wir, was wir früher genommen haben oder gedacht haben, was wir von den Teilinformationen abgefiltert haben. Jetzt haben wir ein komplettes Bild und ja, wir müssen schon sagen, dass Krankheit, sage mal, gar nicht existiert, aber es existieren biologische Naturgesetze und biologische Prozesse, sogenannte natürliche Veränderungen, mit denen wir sogar unser Leben gefährden können. Also wenn es ist sehr wichtig, dass es gibt keinen wissenschaftlichen oder faktlichen Differenz gegen den vorigen oder herkömmlichen Medizin und neue Medizin oder Biologika. Nur den Endresultat ist etwas ganz anderes. Und das ist das größte Unterschied. Verstanden. Das ist natürlich dann, ja, ich sag mal, sehr, sehr spannender Aspekt oder ein sehr interessanter Aspekt, weil du damit, ich sag mal, eine völlig neue Türe aufmachst. Ja, ich weiß, ich mache das absichtlich so. Ja. Weißt du, die Lage ist folgendes. Dieses Buch ist nicht für alle Menschen geeignet. Ja. Und ich sage auch warum. Meiner Meinung nach, es gibt 80% der Menschen, die daran glauben, dass der Körper eine Maschine ist,
Und sie, wenn sie Probleme haben, sie laufen in die Reparaturwerkstatt. Heile mich, sagen sich. Aber wenn man diese biologischen Zusammenhänge kennt, dann sieht die Vorgänge ganz anders. Und 20% der Menschen, die fähig sind, etwas Neues zu lernen und sich zu entwickeln, sie können dieses Buch sehr gut benutzen. Das ist wie ein Abenteuerbuch. Ich habe ein Symptom, ich schlage das auf, ich gucke, welcher emotionale Konflikt das verursacht. Ach ja, damit höre ich auf. Und ich kann die Vorgänge, die Symptome der Nachlaufphase nachvollziehen. Und wenn jemand einmal im Leben oder 20 Mal schon das erfahren hat, das auf eigener Haut erfahren hat, dann wird die Dinge anders sehen, wie früher das vorgestellt wurde. Und das ist Richtig. sehr schön. Ja. Man wird frei. Man ist nicht mehr auf anderen Personen daran gewiesen. Angewiesen, ganz genau. Ja, Angewiesen. ja. Was gibt es für neue Seiten in deinem Buch? Welche neuen Informationen lieferst du uns da? Ich habe einige Seiten vollständig umgearbeitet, wie zum Beispiel die Seite mit den Herzrhythmusstörungen. Wenn man diese früher mysteriöse Erscheinungen versteht, wie, wann, was passiert, dann kann man wirklich beruhigen und sieht man, dass alles in der Natur präzise funktioniert. Ich habe sogar den Inhaltsverzeichnis ergänzt und darin gibt es schon mehr als 1500 Suchwörter, demnach man im Organatlas nachschauen kann, nachsuchen kann und die wichtigen Informationen finden kann. Roberto, ist das so, und ist das wahr, dass du dich zurückgezogen hast und keine Seminare und Konsultationen mehr schaffst und machen kannst? Heißt das, dass du dich aus der aktiven Arbeit komplett ausgeklinkt und zurückgezogen hast, oder hast du nur den Schwerpunkt verlagert? Ich würde sagen, ich habe meine Tätigkeiten Fokus geändert. Ja. Das ist wahr. Heutzutage mache ich keine Konsultationen mehr. Ich fokussiere lieber auf die Aufgaben meines Buches in anderen Sprachen und daneben arbeite ich an einem speziellen Fachwörterbuch für neue Medizin und Ja. Biologika. Ich arbeite daneben an die Ausgaben meines Buches in anderen Sprachen. So, wenn wir jetzt abschließend den Blick in die Zukunft werfen, wo können sich die Menschen noch weitere spannende Informationen holen? Kannst du uns da einen Tipp geben oder einen Hinweis geben, welche Sachverhalte, welche Informationen das sein könnten? Und wo man die herbekommt. Danke für die Frage, eine gute Frage. Es gibt sehr viele Quellen, wo man über die neue Medizin oder über die biologischen Naturgesetze Informationen einholen kann. Ich empfehle mein Buch, denn in diesem Buch ist alles umgefasst und von diesem Buch bekommt man einen echten guten Überblick. Ich habe in den letzten 16 Jahren dieses Buch so entwickelt, die Terminologie, die Fachwörter so definiert, dass man es gut und einfach verstehen kann. Wie gesagt, ohne medizinische Vorkenntnisse. Es gibt die deutsche Seite, zum Beispiel organatlas.de oder auch die ungarische organatlas.hu oder servatlas.hu. Aber wir haben vor 12 Jahren einen TV-Kanal gegründet. Und dort kann man sehr viele freie Lehrvideos anschauen, anhören. Und ich empfehle das auch. Das ist die biologica.tv, wo heutzutage schon in mehreren Sprachen meine Vorträge und die Seminarauszüge erreichbar sind. Also Ungarisch, Deutsch, Englisch, Polnisch, Tschechisch und so weiter. Gott sei Dank, es gibt viele Menschen, die daran teilnehmen, frei, unabhängig von mir, und diese Vorträge übersetzen oder Untertitel machen. Also organatlas.de,
biologica.hu oder biologica.tv Adressen empfehle ich. Dort kann man sehr viele weitere Informationen einholen. Okay. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was du ergänzend hinzufügen möchtest? Ich möchte die liebe Zuschauer darauf aufmerksam machen, dass vom Organatlas, vom Biologica Organatlas schon drei vollständig identische Versionen gibt in ungarischer, deutscher und englischer Sprache. Ich habe diese drei Sprachen alleine gemacht, also während 18 Monaten habe ich diese drei Versionen parallel gemacht, weil ich erfahren habe, dass die Übersetzungen dauerten zu lange. Und ich habe, da ich den englische medizinische Sprache in den letzten Jahren auch zugelernt habe, ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich, wenn ich das Buch, diese neueste und letzte Ausgabe mache, mache ich sofort in drei Sprachen parallel, damit die Menschen nicht mehr drauf warten müssen. Und wenn jemand dieses Buch vielleicht in eine andere Sprache übersetzen möchte, dann hat er hat drei vollständig identische Versionen, wovon eine missverständnisfreie, einwandfreie Übersetzung und Buchausgabe möglich ist. Ja. Und wenn jemand dieses Buch vielleicht ausgeben möchte, dann hat einen guten Basis, damit eine schnelle Arbeit möglich ist. Dann sage ich ein herzliches Dankeschön für die Informationen, auch für die Geduld ob der ganzen technischen Schwierigkeiten. Und wie immer sage ich an euch Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei MVTV.